So, Freunde, herzlich willkommen zu einem ganz spontanen Video. Das sollte eigentlich gar kein Video werden. Wir sind hier im Legatum Gym. Ich habe gerade gegessen. Alex ist auch hier, der steht hinter mir. Wir hatten nämlich einmal spontan über die Form geguckt, weil wir das Licht im Posingraum testen wollten. Und da habe ich zu Sami hinter der Kamera gesagt, weil Heiko ist auch hier. Komm, Sami, hol mal Heiko, der soll mal gucken. Und Sami hat das aufgenommen, aber einfach ein Video draus gemacht. Da seht ihr mal meine Form nach 3 Tagen Laden. Also vom Lowest Weight bin ich 4 Kilo hoch tatsächlich. Also das ist dann die Form, die ihr jetzt seht. Von den schweren Jungs machen alle diesen Zack und machen den Dinger zusammen. Und unsere versuchen dann irgendwie irgendwas. Als ob sie vielleicht kacken müssen. Ne? Also du musst das wirklich gut. Hast du so mal so ein paar Übergänge? Würde mich mal interessieren. Ich schlauch zwar jetzt, aber wenn ich schon mal beim Verposen mal ein bisschen. Ich würde mal sehen, wie du dich bewegst. Gerne. So. Ja, warte, wenn ich jetzt so nur so grob. Nur die Übergänge irgendwie. Ja, das ist ja so. Nur eine andere Pose reingehst. Ja. Ja. So. So. Luft, Oberkörper. Hier Luft raus. Ober. Den weiter ran. Die Schulter weiter runter. Genau. Dann hier mit Druck drauf. Genau. Und das ein bisschen. Genau. So. Und jetzt hier die Luft rausdrücken. Brust oben lassen versuchen, genau, und da hat er doch einen schönen Frame, ne? Also die Status zeigt auch besser. Weil bei vielen machen wirklich die Brust dann so weiter. Du musst sie gucken, dass die so
übertrieben gesehen wie Johnny Münzner. Der war eigentlich perfekt. Ja. Ne? Da kann man tatsächlich. Das ist jetzt nicht vergleichen, aber er hat so seitlich drin von aus Versehen. Ne? Seitlich mache ich immer so, weißt du? Ja. Ich jetzt so und dann gehe ich so. Ja. Aber pass auf, wenn du mal guck mal, geh nochmal. Genau das darf dir jetzt nicht passieren. Das ja auch, ne? Dass du ausatmest in den seitlichen Posen, ja. Darfst. Du musst die Kontrolle über die Mitte, das muss wie so eingeschraubt sein. Wenn ich mich von der Seite zeige, muss das Ding drin sein. Ja. Bloß nicht einmal ausatmen. So wie ich es gemacht habe immer früher. Aus jeder Nähe. Genau, immer schön die Mitte kontrollieren. Egal, sobald eine Kamera oder irgendwas, immer einfach nur dieses Mal. Der Rest scheißegal kann locker sein. Das ist wichtig, dass die immer präsent ist, egal bei welcher Drehung. Weil dann du wirkst komplett anders. Ja, ja, logisch, klar. Doppelbizeps gehe ich eigentlich so. Ja. Rein, ne? Ja, die stehst du gut, kannst du noch ein bisschen mehr. Ja, kriegst du noch ein bisschen mehr rein? Nach dem Essen gestern nicht. Okay. Das waren 1000 Grad. Ja. Auch wieder so. Ja, die sieht gut aus, dass die Brust gleich mitkommt, der Latten, den schiebst du schön raus. Dann gehe ich so. Also Arsch anspannen, ne? Mhm. Bauch, ich weiß. Ja. Mach Trizeps. Okay. Zieh das Bein an. Komm hier rein. Mhm. Warte mal. War das jetzt der Übergang von der Seite hin zu. Ja, weil die schnell, die gehen auf Zeit beim Kontrollen. Echt, ja? Was ist die Zeit, wie bei den Profis? Kann man nicht hier einen Hokuspokus machen dabei? Nee, du musst relativ zack. Der erste, der steht, hat bloß. Ja. Also ja, gut, aber der auf sich aufmerksam macht, gucken Sie auch hin. Nicht nur der zuerst. Also ich würde dann so. Dann würde ich so machen, so. Ja, das ist alles langsam. Das ist alles gut. Aber von der Seite in diese Position rennen, das würde mich nochmal interessieren. Ja, sag was. Dann mach mal seitliche Pose. So, und wie gehst du jetzt in die nächste Pose? Ich drehe mich nur. Na wie? Ich lasse das Bein stehen, weil dann sagen sie schon, bitte weg. Also das geht nicht schnell, wenn die Beine nach einem Satz. Aber kriegst du das nicht spektakulärer hin, irgendwie was raus? Du bist ja klein. Du musst dich ja immer groß machen. Irgendwie, irgendwas, wisst ihr, so ein ja. Hier bin ich, hier ist Chris, Mann, ich bin irgendwie was so, wisst ihr? Irgendwas so, was, ja. Dass es nicht so aussieht wie, okay, wisst ihr? Dass die wirklich die Professionalität erkennen schon von dir. Oh, Alter, der weiß genau, was er macht, der ist so, der weiß, wie er aussieht heute. Das musst du den Leuten noch zeigen. Ja. Weißt du? Mach nicht die graue Maus, auf gar keinen Fall. Nee, das bin ich so nicht. Das macht er nicht. Das wirst du sehen. Okay. Nee, man muss ja auch nicht überpesen. Ich weiß. So mit, hier bin ich, sondern einfach zeigen, ich beherrsche mein Handwerk. Ich hab's drauf. Ja. Ne? So, und ich mach durch bestimmte Sachen auf mich aufmerksam. Und wenn jetzt drei Mann das hier machen, dann wirkt es natürlich nicht. Das muss man. Irgendwas machen, was die anderen vielleicht nicht machen. Von den Rücken, den Bauch, Beinen, das ist relativ easy. Dann drehe ich mich, dann mache ich so. Pam, 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 pam. Dreh dich nochmal. Kommst du voll? So, jetzt drehst du dich. Zeig mir, wie du dich drehst nach vorne. Ich kann ja wieder den Arm legen. Ich kann so machen. Nö. Was hältst du davon? Weil machen die anderen 100%. Du kommst von hier, nimmst den nur hinten, hinter. Spannst dabei schon den Bauch an, schnell. Und jetzt nimmst du den hoch. Jetzt ziehst du den nach. Ah, aber ich mach die einseitige, ne? Weißt du, weil die werden sich alle so drehen. Und jetzt kommt Chris und zeigt, guck mal, wenn du so stehst, das sieht ja bei dir auch gut aus schon. So, und wenn du dann eine vernünftige Drehung hinbekommst, wie gesagt, dann man hat hier schon das ganze Package. So, dann kannst du den Faxen machen. Pam. Ja. Ja, immer schön. Den Unterbau kontrollieren, perfekt. Geil. Was hältst du davon? Ich finde, Transitions sind nur dafür da, dass du halt irgendwie noch ein bisschen aufmerksam kannst. Weil die Präsentation, guck mal, du hast einen geilen Körper. Und du musst den wirklich in Szene setzen. Du nicht nur in den Wettkampf absolvieren. Da muss ich einen Schutz nehmen, bei den letzten Shows
war's. War's okay, so. Das ist so an dem Tag, wenn er wirklich gut aussieht, kommt er raus, steht dann da, direkt schon in der ersten Vorstellungsrunde, zack, Moss Muskler, nimmt so die Augenbraue hoch, ist dann lächelt, ist schon. Guck mal, du siehst ja jetzt schon aus wie so ein Fleischer und so ein Böser. Versuch mal auf Smile zu machen, auf Sunny Boy. Nur versuchen. Wird dir nicht gelingen? Nur smart. Versuch nicht den. Ich bin der Terminator hier, ich fick euch alle. Geh in deine krassen Hosen und dann. Hier, ich bin Chris. Kann ich ein smart, ich fick euch alle machen? Ja, kannst du ja. Nee, kann ich nicht. So dieses, ich weiß, wie ich aussehe? Nee, einfach nur. Ich bin die Granate hier, aber ich bin der. Ich bin die nächste Granate. Smart Boy. Ich bin nicht die hier, wie sie alle machen. Ne? Weil dazu fehlen 30 Kilo Muskeln. Einfach nur, sollst du nicht übertreiben? Ja, ich weiß einfach nur so. Das sind so Tipps. So Leute, Form habt ihr gesehen. So sieht's aus nach 3 ganz krassen Ladetagen mit 4 Kilo Wasser drin. Wird noch einiges passieren. Wir sind aber schon zufrieden. Vielen Dank fürs Zugucken. Code Chris bei HPN. Wisst ihr Bescheid. Und wir sehen uns im nächsten Video.